Irgendwann passiert das nämlich, dass man in diese mentale Falle tappt, dass man denkt, okay, das kriege ich schon hin. Und statt zu sagen, ich mache hier Cut, habe ich gedacht, naja, probiere ich mal. Eine Auge ausruhen, bei der anderen nur kurz. Irgendwann hat die neue Taktik, Muskeln anschauen. Also ich habe alles probiert. Ich bin ja auch bis 36 Kilometer vor die Haustür gekommen. Aber dann war Ende. Fach eine längere Lernpause. Genau. Falls euch die Unterrichtszeiten mal entfallen sollten, auf unserer Internetseite gibt es einen Theoriekursplan. Da steht das alles nochmal drauf. Das heißt, wir machen Montag bis Mittwoch und machen dann einfach am Montag darauf die Woche weiter. Also wir überspringen kein Thema oder sonst irgendwas, sondern genau. Kevin, bleib ruhig. Genau. 5 km/h überschreitet, länger als 3 Sekunden, seid ihr durchgefahren. Ich denke so. Ey, komm schon. Das ist normal. Das macht jeder Mensch. Also, selbst ich bin ja keine Maschine. Wenn ich mit Tempomat fahre, treffe ich die 30 genau. Mal das 31, mal 29, das wackelt ja immer ein bisschen. Aber ab nächsten Jahr steht das in der Prüfungsrichtlinie. Wenn ihr länger als 3 Sekunden, 5 km/h zu schnell seid, das ist nur eins von vielen Beispielen, wo ich denke, vielleicht mache ich eine Bar auf. Ja, das wird echt spannend. Von daher meine Empfehlung für euch, dieses Jahr durchziehen, auch für alle, die zugucken. Lang gefahren, der Prüfer hat zu ihm gesagt, wir möchten an der nächsten Ampel links abbiegen. Und was hat er jetzt falsch gemacht? Und dann mit meinem blöden Golf 1 dann so, sind dann da so rumgeeiert. Ich habe mich voll erschrocken, die Jungs waren alle hellwach. Die so, Rob, bist du doof, hast du das Auto nicht gesehen? Nein, war kein Spaß, ja, lange hab ich nicht. Ich habe das hier vergessen. Ich hätte so machen müssen. Einmal da zur Seite gucken, dann hätte ich das Auto gesehen. Habe ich nicht. Wichtig ist an der Stelle auf der Autobahn, dass ihr keinen Schulterblick macht. Steht drauf, 300 Meter. Was mit der Cam? So, wenn es läuft, dann läuft. Ja, diejenigen, die auf hier sind, ich hoffe, ihr habt jetzt alle die Anwesenheitsliste eingetragen. Falls nicht, macht das bitte noch innerhalb der Pause. Genau. Damit das passt. Ja, und für all die, die in der Gang sind, Maske auf! War das denn nochmal in welchem Superheldenfilm? Keine Ahnung, 1980? Nein, nein! Ich glaube, es war bei Deadpool und wir aus dem Flugzeug springen. Hast du den Tesla von Galileo noch? Ne, den habe ich im Februar verbimmelt. Hey, mega geil, dass ihr alle abonniert hier, dass ihr alle rüberkommt zu Twitch. Nice! Käsekuchen, alle da! Samse! Nice, nice, nice! Sehr gut. Cool, ey. Schnell kann ich gar nicht gucken, dass ihr alle rüberkommt hier. Rituale. Oft wird man falsch verstanden, es sind dann keine Rituale, sondern Sachen, womit ich die Welt dann besser nachvollziehen kann oder besser verstehen kann. Zum Beispiel, was wäre das denn? Ich überlege gerade, wie ich euch das am besten erklären kann. Und zum Beispiel, ich gucke sehr gerne Serien. Machen, glaube ich, viele. In den letzten 2 bis 3 Jahren merke ich, dass es mir leichter fällt, Leute kennenzulernen. Wahrscheinlich, weil er auch weniger Ritalin nimmt. Aber auch nur, weil ich so viel Erfahrung schon gesammelt habe und weiß, welche Sachen gut ankommen und welche nicht. Meistens sage ich auch dann die gleichen Sätze zu neuen Leuten, immer wieder das gleiche Programm abfahren. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu... Nein, der Junge schläft nachts nicht, der weint ständig. In der Schule sind total da Ausfälle. Ja, Game over. Überleg mal, du kommst die ganze Zeit da, was soll denn da passieren? Also das ist ja... Und hat es dann von einem Tag auf den anderen abgesetzt. Da hat sie noch sehr großen Ärger mit den Ärzten bekommen, weil das ist auch nicht ohne. Ja, überleg mal, das ist ja, also das ist ja Drogen, Ups und Downs, Ups und Downs. Vito, wie geht's? Auch gut. Auch gut. Kevin, wie viele Zuschauer auf Twitch? 81 Zuschauer. Und auf YouTube? 231 auf YouTube. Boah. 100 zu fahren, dann ist das okay in der Prüfung. Wirklich okay. Bitte nicht pushen. Denkt an, ich habe starke Nerven. Ich ziehe das mit euch durch. Bis zum Ende. Bis der Prüfer sagt, ich kann nicht mehr. Okay. Aber bis dahin bleibe ich stabil. Ja, genau. Ihr könnt Screenshots machen. Okay. Gut. Das Einzige, was jetzt noch dazu kommt, ist bei einer Gefahrbremsung.
Bei einer Gefahrbremsung ballert man auf das Bremspedal. Da macht man nicht so. Bei einer Gefahrbremsung macht man so. Sorry, mich erschreckt. Ein Junge, ungefähr so, raus über die Kreuzung. Er hat das allerdings nicht geschafft. Er wollte über die Kreuzung. Wenn nicht der Radfahrer dann abgebogen ist. Also der ist quasi mit Vollspeed, aber der war so schnell wie ein Rennrad auf den Zebrastreifen. Ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. Aber dann ist der direkt auf die Straße und auf der Straße weitergefahren. Vor mir. Aber ich war nicht schnell, 20 km/h. Lass liegen heute. Fertig. Später? Ja. Jetzt war das schon mal eingestiegen. Ich habe es gerade ein bisschen neu justiert, aber irgendwie habe ich es. Das ist wahrscheinlich nicht fest genug gedreht hier wieder. Die Schraube. Ja, auf jeden Fall. Hört das? Ja. Okay, cool. Wie groß? Und als er angefangen hat mit Innenspiegel, Außenspiegel, Schulter, den konnte der den noch nicht sehen, weil er da hinten noch so an der Ecke war. Dann drückt er aufs Gas, nichts passiert, der Bus kommt, der Bus ist hier, weil die beiden Straßen zusammenführen, der fährt los bis hier und ich bremse hier. 1,50 Meter. Und er so. Und ich so. Und der Prüfer so. Oh. Kein Prüfer wird sagen, was habe ich denn gesagt? Safe? Cool. Aber sehr naturell. Ja? Schmeckt ein bisschen nach kleinem Zeh. Die Tür auf, nimm den Zettel, dann gehe ich zur Stadt und sag: Hey, ich bin's, Robby. Ihr habt euch vertan. Ich hab hier doch den Zettel. Da haben die gesagt: Das kann ja jeder sagen. Den Zettel hast du bestimmt von einem anderen Auto geholt. Ich sag: Nein, den habe ich wirklich gekauft. Also, dann sagen die: Ja, wir haben Fotos von deinem Auto gemacht, wo da kein Zettel liegt. Na okay. Das Ganze ist mir 5-mal passiert. Was ich sagen wollte ist, dieser Zettel ist verdammt leicht. Ja. Irgendwer macht Liebe. Ein Specht geht gleich schon vorbei. Die haben dann innerhalb von 5 Minuten nichts mehr gesehen, weil der Rauch kann ja auch nicht weg im Tunnel. Dann ist alles schwarz, du siehst eh nichts mehr, steigst aus dem Auto aus, erstickst du, bleibst im Auto, verbrennst du, kannst du jetzt aussuchen, was schöner ist. Deswegen gebe ich euch nur den Tipp, wenn das da brennt, ich würde einfach rausrennen. Also jetzt nicht einfach während das Auto noch so rollt, so ah, tschüss, einfach rausrennen. Winterreifen auch im Sommer benutze? Oder wenn ich Sommerreifen auch im Winter benutze? Wie ist deine genaue Frage? Die Minute nehme ich mir Zeit für Shea. Die nutze ich, um was zu trinken. Dann wird es irgendwann so heiß, dass die Lager da drin anfangen zu glühen. Glühende Lager und Gummi schmeißen hier hinten so ein paar Funken, fangen an Feuer zu machen und wenn das ein Campingwagen ist oder sowas, dann brennt das ganze Ding ab. Und ihr fahrt fröhlich mit eurer Perle so in Urlaub. Yeah! Und alle Leute fahren an euch vorbei und hupen so bäm, 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 und zeigen so nach hinten und du so, ja, yeah, ich weiß, Zauberpflaume, kleines Ding. Da, 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 da. Und dann kommst du an und hast du noch so einen Grillkokett da hinten drauf liegen. Ja, das wäre schlecht. Also, dieses Ding darf während der Fahrt nicht mitlaufen, okay? Ganz wichtig, das muss hochgekurbelt sein. Ja, machen wir dann so, alles klar. Und dann habe ich meiner Mama 35 Euro im Monat gegeben, ich habe ihr direkt eine ganze Kohle fürs ganze Jahr gegeben, dann war ich durch damit und ich hatte meine Ruhe. Ich war glücklich. Da wäre ich nicht glücklich gewesen. Weil da habe ich ja noch nicht mal getankt. Da ist ja nur das Auto, Versicherung drin. Da muss ich auch noch tanken. Da brauche ich noch einen Döner und Kino und dann ist vorbei. Da war es das. Existenzminimum. Nur weil ich ein Auto angemeldet habe. Also, das hier. Und schon hatte ich wieder ein bisschen was über. In der Stadt erinnert mich mit McDonald's die Brücke hoch. Da darf ich mir die Spur aussuchen. Alexandra? Ja, da war das. Darf er das? Ja, weil der glaube ich noch Dings öffnen möchte und er dann trotzdem an die Spur machen kann. Ja, auf wen muss er nur aufpassen?
Virginia. Auf den Fahrradfahrer. Wann würde dieses Manöver gefährlich werden? Für den Autofahrer oder für euch in der Prüfung? So wie hatte ich auch, nachdem ich aus der Hauswirtschafts AG rausgeflogen bin und Französisch abgewählt habe. Ja. So wie Sozialwissen. Ich war ein ganz schlimmes Kind. Naja. Bei dem Fahrschulunterricht hier ist es auch so, es gibt 14 Themen. 13 mag ich, 1 mag ich überhaupt nicht. Es ist Thema 12. Nee, Technik finde ich cool. Das ist voll geil. Ich kann euch das gleich ganz easy erklären. Ist richtig gut. Das finde ich ein sehr, sehr schreckliches Thema. Darf ich bei der Fahrt vapen? Zählt wie eine Kippe. Boah, Raptor, gute Frage. Weiß ich nicht. Kann ich dir aber morgen beantworten. Ich wundere mich auch jedes Mal, wenn an der Ampel Autos stehen und die vapen aus dem Fenster. Oder es ist ja. Sieht ja manchmal aus, als würde die Karre brennen. Franziska. Gut gemacht. Ey, ich habe vor, ich war ja auf der Lassisee, ne? Also das ist so ein Rennstrecke, also ich darf nicht Rennstrecke sagen. Das ist ein Fahrsicherheits... Geh weg! Hier nicht zerstören! Sieht sie? Keine Ahnung. Ich war auf der Lassisee. Wusstet ihr, dass es Erdwespen gibt? Erdwespen. Ich bin auf ein Erdwespennest getreten. Christina? Oder war das nur so ein... Nee. Gut, mit mäßiger Geschwindigkeit. Ja. Wie schnell, was glaubst du, ist das ungefähr? Auf 100 ist echt optimistisch. Also wir beide sind jetzt im Fahrschulauto und wir fahren da so lang. Cool. Das ist so gut. Bei mir ist das so, alle Autos, die wir haben, haben einen Unfall jedes Jahr frei. Ich kaufe eine neue. Die ist echt runtergefallen gerade. Oh Mann. Naja. Okay, kriegen wir schon hin. Ich kaufe zwei neue. Eine für mich, eine für dich. Auf einmal geht so Blaulicht an und so. Und ich dachte so, oh, weil ich das einzige Auto war, das da lang gefahren ist, war ich ziemlich sicher, ich bin gemeint. Und dann bin ich stehen geblieben. Und dann habe ich meine Tür auf so gemacht, weil war ja zugeschneit. Ich konnte ja nicht so gucken. Habe ich so rausgeguckt. Da haben die Polizisten so ihr Fenster runtergemacht, mich angeguckt. Dein Ernst? Dann habe ich gesagt, ich bin zu spät wegen Berufsschule und so und ich habe keinen Eiskratzer. Noch ein Huckel. Achtung. Alles. Alles Achtung. Ich klicke mal hier drauf. Gleich klicke ich da drauf. Ich klicke drauf. Ich auf ein Verkehrsschild klicke ich drauf. Das denn nicht? Kevin, was hat die Maus gekostet? Mit welcher Geschwindigkeit näher ich mich dieser Kurve, Kimberly? Mäßige Geschwindigkeit. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Isabel. Geschwindigkeit vor der Kurve. Jesus. Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern. Kann ich dir sagen? Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die Treppe runter oder die Treppe rauf geht. Also, oder ihr könnt euch entscheiden, ob ihr am Campingplatz fahrt oder nicht. Und da pennt. Oder einen Kaffee trinkt. Oder spazieren geht. Ja, du kannst dich jederzeit bei der Fahrschule anmelden. Außer nachts, da ist keiner da. Wenn ihr drei Spuren habt, macht ihr die Rettungsgasse. Links, links, rechts, rechts. Wenn ihr vier Spuren habt, links, links, die nach rechts und immer so weiter. Und wenn ihr 10 Spuren habt, fahren die alle nach rechts, nur die linke fährt nach links. Safe? Den Trick hat Oliver mir gezeigt, ich finde den voll cool. Also die blitzen halt auch von hinten, auch bei Motorrädern. Und dann wirst du halt als Halter angeschrieben. Und dann schreiben die dir, sagen, Leon, sag mal, kann das sein, dass entweder du oder deine Freunde mit deinem Motorrad gefahren sind und ihr seid wie die Verrückten durch die Stadt geballert? Dann sagst du, nein, kann nicht sein. Dann wirst du vor Gericht vorgeladen.
Schickes Outfit, Robin. Danke, danke. Hat mir meine Mama heute Morgen rausgesucht, deswegen ist das so fresh. Rot und Gelb leuchten gleichzeitig. Ach so, ganz gelassen, Tüdelidi. Aua. Schuld, hab ich das gemacht, Alex? Ja. Okay. Muss ich nochmal zurückspulen. Eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen. Freunde, lasst euch doch nicht verarschen. Seht ihr da oben? Antwort Nummer 1. Ich glaube, das ist der Grund. Ja. Und Antwort 1 ist auch leider falsch. Du hast auf der Autobahn ja so ein Schild. Eigentlich. Was? Irgendwie habe ich Zweifel daran, dass Mohammed ernsthafter sitzt und lernt. Ich würde ja gerne ausmachen, aber irgendwie ist es auch witzig. Jenny, können wir Mohammed mal einmal anschreiben? Du kannst ihn auch. Jetzt ist gerade der Höhepunkt. Okay. Jetzt habe ich ihn ausgemacht. Ja, jetzt habe ich ihn aus. Jetzt reicht's. Heimlich! Ja, gut. Wohingegen, deswegen nehme ich jetzt mal einmal rot. Habt ihr als Kind auch versucht, wie Jedis, so die Dinge anzuziehen? Ich habe das stundenlang versucht vor dem Kugelschreiber. So. Aber es ist nichts passiert. Fahrt dann, ich male es in grün, damit ihr das... Katze. Danke. Robin? Ja? Oh, mein Training, du bist echt unterhaltsam. Okay, danke, sehr gern. Wenn ihr noch was dabei lernt, ist auch der Sinn und Zweck erfüllt. Da musste man in 3 Zügen auf der Straße umkehren, also so. Das war eine Prüfungsaufgabe. Lösen, Fahrzeug anheben, Radmuttern herausdrehen. Ja, dankeschön. Dann kannst du deinen Namen nicht aussprechen. Du kannst dich zwar daran erinnern, aber du kannst ihn nicht aussprechen. Ich habe da so gelegen, gepennt und gedacht, ja, laber mal, was du da erzählst, alles klar, komm, mach mich wach und ich lasse dich voll auflaufen. Dann macht er mich wach. Ich war so ein bisschen verpennt, wie man halt so verpennt ist, wenn man so kurz weggenickt ist. Dann sagt er, guck mich an und ich dachte schon so, ich weiß, was du willst. Und er so, und? Ich so, ja, was? Er so, wie heißt du? Und ich so, nee, ne? Annika war dabei. Und er so, du weißt schon, wie du heißt, oder? Ich so, Also ja, dann sag. Und ich so, Und ich habe in meinem Kopf darüber nachgedacht, warum ich es jetzt nicht sagen kann. Und hier ist der Scheinwerfer. Geht? Okay, ich male noch einen Auspuff, damit es realistischer ist. Gut, dass du keinen Hut heute aufhast. Ich male nämlich jetzt wieder einen Mann mit Hut. Zack, 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 zack. So. So. Und dann leuchten die dir ins Gesicht und du denkst, hau ab. Die machen immer so. Und du denkst, was? Halten Sie still. Ja. Aber das ist nervig. Sie haben wirklich keine Drogen genommen. Nein. Zylinderwand und Kolben. Und während die Kolben immer die ganze Zeit da laufen, ist hier zwischen ein Ölfilm. Reißt dieser Ölfilm ab, weil das Öl alt ist, weil ihr den Ölwechsel nie gemacht habt, weil ihr zu wenig Öl habt, gibt es einen Kolbenfresser, aka Motorschaden. Deswegen denkt daran bitte, das Ding richtig festmachen. Und das Stützrad darf während der Fahrt nicht, never, no way, mitlaufen, okay? No way. 12. bis 24. ist wieder der nächste Stream so. Aber Reaction-Videos mache ich dann jetzt häufiger hier auch auf TikTok. Häufiger hier auch auf TikTok.